schade um euch. Also dann brauchen wir einfach mal automatisch speichern. Hier oben meine Verschüttung, vielleicht findet ihr ja noch was. Auch ein sehr guter Weg. Also was, ich will auch, dass hier unten keine Esel sind. Scheiße, wir brauchen Bier. Das habe ich ganz vergessen. Gib mir hier. Bierbrauerei. Hier ist Bier raus, ja. Bitte auch. So, wie viele Sendungen haben wir noch? Null. Bauen auch null. Gut, sehr gut. Das ist doch schön. Guck mal, du bist jetzt auch voll errichtet. Oh, 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 guck mal, hier kann man doch bestimmt schon langsam mal. Noch nicht. Ja, hier. Ah, das muss noch besetzt werden. Da kommt der auch, der gerade frisch besetzen will. Na. Du kommst zurück. Ja, ich kümmere mich ja schon. Okay, ich werde hier angegriffen. Jetzt ist die Frage, sind das gute? Okay, wir brauchen Spitzhacken. Dafür muss die Schlosserei erstmal wieder arbeiten. So, jetzt ist die Frage Eisenschmelzen. Ihr bekommt keine Kohle oder aber warte. Nicht so hektisch, die Musik macht mich so. Hau mal. Hier noch eine Schmiede hin. So. Hier eine Fischerhütte hin. Dann da oben noch eine Fischerhütte hin. Ah. So. Und so. Bei wie viel Angeln müssen wir haben? 5. So, dann kann man hier nochmal sehr gut. Hier nochmal eine schöne Fischhütte in Bonn. So. Ja, hier, wenn wir hier nochmal frei haben, können wir hier nochmal ein bisschen bauen. Du hast bis jetzt nur noch Goldmine gebaut. Du baust schon 3. Wachturm, Lagerhaus. Ach, der baut zu viel Krimskrams. Der baut wirklich einfach zu viel Krimskrams. Keine Rohstoffe mehr gefunden. Du da hinten. Oh, das ist schade.
Naja. Mal ist immer das Ende. Wie lange nehme ich schon auf? Boah, geht. So. Die Frage ist, können wir hier was Großes hinbauen? Nein. Gut, dann lassen wir das hier hinten. Das Einzige, was wir hinten hinbauen können, ist ein schönes Kohlebergwerk. Okay, gut, der hinten hat einen Strich, deswegen bauen wir das einfach mal. So, solange der hier nichts hinbauen kann, ist mir alles gut. Ist alles gut. Okay, 9 nur, 9, 10, das lohnt sich nicht. Dazu muss, ja, der muss erstmal fertig werden hier. Da wird eine Wachstube gebaut. Der wird nichts mehr finden hier, ne? Ja, dann bauen wir hier einen noch hin. Lass mal den ab. So sieht's nämlich aus. In der freien Marktwirtschaft. Und dann könnte ich Wir brauchen mehr Kohle. Also hier läuft doch alles ganz gut und ordentlich, würde ich sagen. Ah, die Festung ist errichtet. Da kommen unsere ganzen schönen Soldaten. Und sind jetzt immer mehr Soldaten. Brauerei, was fehlt? Korn. Korn und Wasser. Dann machen wir mal noch ein paar Sensen. Also hier sollte ja noch eine reinpassen. Ah, wir haben das ausgemacht. Oh. Wie groß ist ein Katapult? Katapult. Oder wobei, also was, nee, das Katapult reißt man nochmal nieder. Kommst mal hier hin. Ist noch unendlich viele Wunder, da so viel Stein haben. Und Soldaten. Haben hier noch sehr viele. So. Die Soldaten gehen mal bitte hier unten ins Hauptquartier. Da sind sie meiner Meinung nach nützlich aufgehoben. Oder sagen wir besser aufgehoben. Ja, da unten ist nur Kohle. So. Wenn wir ja was brauchen, können wir ja die Straßen wieder errichten.
Und dann der neue Steinbruch. Oh, wo sind hier die Sensen? Wo sind hier die Sensen? Wo? Wo? Hallo, wo sind die Sensen? Och man, da. Du stellst dich bitte oben aus. Spitzhacken wieder. Und hier mit dem Spähturm, weil was könnt. Genauso wie hier unten. Ein Spähturm, bitte. Oh ja, ungefähr noch ein Arbeiter im Kohlebergwerk. Oh, das sieht doch schön aus. Hier ist alles voll besetzt. Bauen wir es so groß wie es geht. Der Turm wird da die letzte, dann da die letzte Dingens sein. So. Jetzt schon nichts mehr. So. Hier nochmal eine Fischertin und hier auch nochmal. So. Ah, hier kann man theoretisch noch eine Baracke richten, aber hier bauen wir lieber eine Fischerhütte hin. Wir lassen das mit der Fischerhütte. So. Sieht alles noch gut aus. Mhm. Damit wir sehen, ob den Katapult errichtet. Okay, der ist gleich fertig. Also würde ich sagen, was wird hier gebaut? Ein Steinbruch. Oder warte, fehlt hier Nahrung, oder? Okay, hier fehlt wahrscheinlich eher nur Nahrung. Jetzt wird der nächste Spätturm. Ja, ja. Hast du schon was erobert? Oder warum sind die weggerannt? Ja, die Schlosserei braucht Eisen. Wir brauchen Kohle. Warte, und hier gibt es einen Stau. Deswegen geht es hier wahrscheinlich. Ah, deswegen geht es hier wahrscheinlich nicht voran.
Ich wüsste nicht, was von hier oben kommt. Warte mal, was? Hier geht wahrscheinlich Kohle. Ah, hier kommt Gold. Weißt du was? Hier kommt kein Holz mehr rein. Das Holz geht jetzt bitte alles in das Lagerhaus hier oben rein. Oder hier oben rein. Ich hoffe, die bringen. Ja. Ich hoffe einfach auf die Vernunft. Kann man hier vielleicht auch einen Seeweg machen? Ja. Dann machen wir hier. Rose Seewege. Warten wir erstmal auf eine vernünftige Goldzufuhr. Oh Gott, das sieht ja hier. Halleluja. Wird das Gold nicht hier rüber? Ach, weil die hier stehen. Hier geht ja absolut gar nichts mehr voran. Warum bringen die das nicht hier oben in das Lagerhaus? Von welchem Holzfäller kommt denn das? Von dem wahrscheinlich. Ach ne, das war schon auf dem Weg, wahrscheinlich unten. Aber ich denke mal, wenn das hier aufgelöst ist, läuft das ja alles ganz gut. Das ist hier, warte mal, kann man hier. Mach mal hier noch so einen Weg hier rein. Ich hoffe, der Stau löst sich hier dann auch langsam. Ja, und der sollte dann. Der wird schnell aufsteigen. Der wird richtig durchgefüttert. Greift er eigentlich auch an, wenn man eingegriffen wird? Also so als Sperrkämpfer, so ein paar Soldaten. Da, oh, wir sehen das. Ich würde hier gerne versuchen, die maximale Ausbeute zu bekommen. Die maximale Bogenausbeute. Je länger wir warten, desto stärker wird er auch. Warte mal. Und unser Freund hat Gott sei Dank auch endlich mal damit angefangen. Der hat sogar. Ich würde hier 15-15 machen. Weißt du was? Mal 13. 10. Boah, der müsste eigentlich tot sein. Mause tot. Oh ja, es ist schon fast 2 Uhr wieder.
Und wir haben in dieser Fischhütte. Und ich wollte ja keine Schmiede hinbauen, ich wollte hier eine Eisenschmelze hinbauen. Verdammt! Ja, hier fehlt eindeutig. Das ging schnell. Ja, ja, greif mal bitte nur 4 an. Okay, also ich habe die Mission wesentlich schwerer in meiner Erinnerung gehabt. So, wie lange nehmen wir jetzt auf? 2 Stunden 4, das sind 4 Folgen am Ende wahrscheinlich nur. Naja, dann ist das so. So, und hier bauen wir jetzt bitte unsere Eisenschmelze. Bester Weg, Iris. Hier oben haben wir wieder schön erobert. So. Das ist aber auch krass, dass der hier gewinnt. Also, dass unser KI-Verbündeter. Greifen wir mal 2 an. Greift mal einer an. Das wird schon klappen. Ach, der Roboter fleißig dann schon. Ach du Scheiße, das ist ja einfach nur reines Überrennen hier gerade. Greift mal bitte nur einer an. Achso, das ist unser. Achso, das ist der. Halt, ihr habt den erobert. Ah. Oh.
Und es wird ja gleich eine perfekt tolle Grenze geben. Du, ja, was weiß ich. Wir haben eh gleich gewonnen und dann findest du gefälligst noch was. Hast du mich da verstanden? Angriff. Ich sehe gerade absolut nicht durch, doch hier. So. Ah, guck mal, der baut so eine Festung aus. Also, lol, hier steht ein Schiff. Gebiet verloren. Ach, durch den Gott, der greift das jetzt an. So, das war's dann mit dem. Mehr hat er auch nicht mehr. Doch, das hier hinten. Und darum darf er sich kümmern. Muss er sich kümmern. Aber ich finde es schön, dass die KI doch angreift. Also, ich hätte mich mal gefragt, was die. Vielleicht hätte sie das erobert, hätte man, glaube ich, auch gewonnen. Hätte ich mir da auf jeden Fall vorstellen können. Eigentlich will ich, dass du das auch was schwarz. Achso, das habe ich schon. Könnte ich ja Angriff abbrechen? Nö. Schade. Weißt du was? Komm, reiß mal ab. Dann hat Schwarz hier wenigstens nochmal eine Lücke durchzugehen. Mission gewonnen. Unser Aufenthalt auf der sogenannten Insel der Unendlichkeit kam uns tatsächlich unendlich vor. Aber durch unsere fleißigen Steinmetze war es uns gelungen, zu den Asiaten vorzurücken und die Belagerung aufzulösen. Die Dankbarkeit des letzten schwarzen Pharaos ging so weit, dass er uns nützliche Gaben wie Pheromone gegen Heuschrecken und einige robuste Getreidesorten für unser Volk überließ. Bevor wir durch das nächste Portal gingen, tauschten wir noch Gedanken über unsere verschwundenen Frauen aus, doch wir kamen zu keinem nennenswerten Ergebnis. Ohne Frauen würde Tanotamon allerdings wohl auch der letzte Pharao bleiben. Vor dem Betreten des Tores gab er uns noch den Hinweis, dass wir kein leichtes Auskommen mit den Asiaten erwarten konnten, die uns auf der anderen Seite begegnen würden. Wer hätte es gedacht? Wir spielen mal kurz weiter. Bauen hier einen mega praktischen Weg hier rum. Und wir schauen. Sehen das letzte Gebiet, wie es hier gerade erobert wird? Nee. Was ist das für einer, der hier rumrennt? Da rennt ein Soldat. Wie auch immer. Also ich finde diese Karte mal mit Bravour. Mit Bravour will ich meinen. Gemeistert.
Also wenn man sich das hier mal anguckt, haben wir wirklich den größten Teil. So, wenn er den jetzt nicht gleich angreift. Komm, ich habe für die Y-Landmasse noch gegeben, für den Turm hier oben. Und der kann den Weg wahrscheinlich nicht durch den Bäumen hier durchbauen. Toll. Komischer schwarzer Popel. So. Jetzt hat er seinen Weg mal endlich gefunden. Nö. Komm, greif an. Sonst greif ich an. Komm, 3. 2. Los, greif an. Los. Alles klar. Aber der hier wird vernichtet. So. Und da kommt jetzt unser General. Aber bis auf den einen Fail, mit dem, dass wir das vergessen haben, Powerhäuser zu bauen, hat ja alles wunderbar geklappt. Oh, das ist gar nicht so kacke. Das ist auch ein General. Okay, unser General war einfach besser. Und damit ist Rot besiegt. Ja, komm. Das bleibt, das wird auch schon, gehört auch dann zu Schwarz, also zu den Numibiern. Nicht, dass jemand was Falsches denkt. Oh. Nein, nein. Aber ich würde schon sagen: Gebiet verloren, da verlieren wir jetzt überall Gebiet. Aber die Grenzen, die, da wird man sich ja einigen können. Und ich finde, ja, das war bis hierhin sehr, also, da hätte ich nicht gedacht, dass das alles so, ja, relativ schnell geht. 4 Parts müssten das sein, ne? Aber dann, auf jeden Fall, würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein!